Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen, auch im Namen meiner Kollegen von Pins & Masons. Wir sind eine führende internationale Anwaltskanzlei, die sich auf Wirtschaftsrecht spezialisiert hat und im Arbeitsrecht ausschließlich auf Unternehmensseite tätig ist. Mein Name ist Manfred Schmidt und ich leite die globale Arbeitsrechtspraxis unserer Sozietät. Als Kanzlei freuen wir uns sehr, dieses Jahr bei der Work & Culture dabei sein zu dürfen. Schwerpunkt dieser Veranstaltung sind unter anderem konkrete Antworten auf die folgenden Fragen. Welche Strategien, Technologien und Strukturen helfen dabei, Unternehmen resilienter und nachhaltiger zu machen und den Fachkräftebedarf zu sichern? Und wie kann die Transformation von Arbeitsorganisationen sowie Unternehmens- und Führungskultur nach New Work-Ansätzen gelingen? Zu einer umfassenden Unternehmensstrategie wie auch zu der Beantwortung dieser Fragen gehören natürlich auch arbeitsrechtliche Konzepte. Wir werden versuchen, konkrete Antworten zu geben, vor allem auf die Frage, wie Arbeitgeber den Wettlauf, den Kampf um Talente, den War for Talent in einem auch wirtschaftlich schwierigen Umfeld meistern können. Bevor wir das tun, lassen Sie uns einen etwas weiteren Bogen spannen, sozusagen unser Spielfeld abstellen und einen Blick darauf werfen, in welchem makroökonomischen Umfeld wir uns bewegen. Darüber hinaus, auch um dem besonderen Interesse des Bitkom und seiner Mitglieder Genüge zu tun, möchten wir uns ansehen, welche besonderen Umstände vielleicht Technologieunternehmen hierbei treffen. Dabei habe ich mir Verstärkung geholt, nämlich meinen Kollegen Dr. Florian von Baum, der bei Pins & Masons den globalen Technologiesektor leitet. Ja, vielen Dank. Auch von mir ein herzliches Willkommen. In der Tat, es ist sicher gut und richtig, einen etwas weiteren Rahmen, eine weitere Perspektive hier zu gewinnen. Wir alle wissen, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, dass das wirtschaftliche Umfeld momentan ja bestenfalls divers, unklar und schwierig ist. Selbst für Ökonomen und Volkswirte ist das so. Wir erleben eine Dauerkrise, das heißt eine Abfolge und teilweise sogar Parallelität von unzusammenhängenden Einzelkrisen, die eine wirtschaftliche Planung, in der Folge natürlich auch eine HR- und Personalplanung schwierig bis fast unmöglich machen. Wir erleben und wir erlebten den Abbruch von Lieferketten, die Schließung ganzer Märkte während der Pandemie, Rohstoffknappheit bzw. der Versuch deren Monopolisierung und eine weltweite geopolitische Unsicherheit, vor allem jetzt auch mitten in Europa. Und dann, wir wissen es alle, Energiekrise, wir haben das heute gehört, Inflationskrise, Cost-of-Living-Krise und allumfassend die Klimakrise, man kann da sicher noch weitermachen. Seit Jahrzehnten gewinnt, das finde ich vor allem interessant, und das kam in einem der vorherigen Vorträge ja auch heraus, gewinnt jetzt das Politische wieder die Oberhand über das Ökonomische und Unternehmensführer müssen wieder viel mehr die politischen Einflussfaktoren bei ihren Entscheidungen und ihrer strategischen Ausrichtung beachten. Darüber hinaus erleben wir gleich mehrere zeitgleiche Transformationen. Die digitale Transformation auf der einen Seite, die alte analoge Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellt, dann die ökologische Transformation, um dem Klimawandel zu begegnen und natürlich etwas breiter dann die Notwendigkeit der Erfüllung von ESG-Anforderungen. Damit einher geht ein zunehmender Regulierungsdruck, vor allem auf EU-Ebene, um all diese Themen nicht allein dem Markt zu überlassen, sondern dafür feste Regeln aufzustellen. Gleichwohl stehen deutsche Unternehmen, auch die deutsche Wirtschaft, vor allem im weltweiten Vergleich noch sehr robust da. Die Bundesregierung rechnet weiter damit, dass die Konjunktur in 2023 zumindest einen leichten Aufwärtstrend zeigt. Allerdings geht man mittlerweile, wir kennen die Zahlen, nur noch von einer Steigerung von 0,2% aus. Fragt man vor allem die Kollegen aus dem Ausland, so ergibt sich ein bisschen ein anderes Bild. Da wird gesagt, die deutschen Unternehmen, aber auch die deutsche Politik hätte besonnen und klug reagiert. Die unmittelbare Gefahr einer nachhaltigen Rezession ist momentan wohl gebannt. Die Energiepreise sinken und auch die Inflation bekommt man langsam in den Griff. Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin auf einem relativ niedrigen Stand, wobei die Zahl der Langzeitarbeitslosen durchaus Sorgen bereitet.
Weiterhin, das ist auch interessant, das Konsumverhalten trotz Krisen, das Konsumverhalten der Menschen ist einigermaßen ungebrochen. Die GfK geht davon aus, dass das Konsumbarometer auch im März weiter ansteigen wird. Das wäre dann der 5. Anstieg des Konsumverhaltens in Folge. Und das erklärt wohl auch mit, warum viele deutsche Unternehmen letztes Jahr Rekordgewinne gemacht haben und sich auch die Börsenkurse auf hohem Niveau verhalten. Gerade, jetzt komme ich auf die Technologiebranche, gerade für die Technologiebranche haben die Krisen auch nicht durchgängig, sicher nicht durchgängig als Blocker erwiesen. Die fortschreitende Digitalisierung wurde durch die Pandemie sogar beschleunigt, trotz Chipkrise. Die Politik reagiert darauf auf den zunehmenden technologischen und digitalen Wettbewerb, vor allem zu Asien und zu den USA. Es fragt sich allerdings, ob die Ansätze dazu, vor allem die Dimensionen beispielsweise des EU-Chip-Acts oder des Data-Acts, der Green Deal und die Programme zur Förderung von künstlicher Intelligenz, den Initiativen gerade aus den USA genannt sei, hier nur Stichwort Inflation Reduction Act, auch nur etwas halbwegs Adäquates entgegensetzen können. Von der Technologieführerschaft des Silicon Valleys mal ganz zu schweigen. Ein wesentliches Moment, gerade für Technologieunternehmen, um im Wettbewerb bestehen zu können, sind aber die Mitarbeiter. Und damit nähern wir uns wieder dem eigentlichen Thema dieser Veranstaltung. Längst haben Unternehmen den Übergang von einer Shareholder zu einer Stakeholder-Economy erkannt. Vielleicht hier und da auch schon verinnerlicht und implementiert. Neben den Inhabern, den Kunden und der gesamten Wertschöpfungskette stehen dabei die Mitarbeiter im Brennpunkt der Aufmerksamkeit. Das gilt für Technologieunternehmen umso mehr, weil es sich um eine junge, disruptive, aber auch äußerst kompetitive Branche handelt. Der War for Talent, den Herr Schmidt schon genannt hatte, also der Wettbewerb um die besten Köpfe, aber auch die Vermeidung von Verlust dieser Köpfe und damit auch dem Verlust des Know-hows und damit der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist in dieser Branche von noch größerer Bedeutung. Und das wird umso relevanter für Technologieunternehmen, wenn man sich die gesellschaftliche und demografische Entwicklung betrachtet. Mittlerweile drängt die Generation Z, auch das kam heute schon, in den Arbeitsmarkt, also die ab 1995 Geborenen. Diese Generation wird zwar als technologieoffen beschrieben und technologieaffin, immer online, ungeduldig und fordernd, gesundheits- und umweltbewusst. Die jungen Menschen haben hohe Erwartungen, Produkte und Dienstleistungen, aber auch die Arbeit muss schnell, intuitiv, unterhaltsam und nachhaltig sein. Aber die Frage ist, geht damit auch ein anderes Verhältnis zur Arbeit einher? Ist die Work-Life-Balance vielleicht der entscheidende Treiber? Ist es Realität oder ist es nur ein Klischee, dass die junge Generation, ich zitiere, keinen Bock mehr auf Arbeit hat, so wie es Steffen Kampeter kürzlich drastisch formulierte? Oder sehen wir einen ganz neuen, parallelen Arbeitsmarkt entstehen, wie es neulich ein Volkswirt der HSBC ausdrückte, in dem sich Influencer, Kryptodesigner und Internet-Powerseller tummeln, die gar nicht daran denken, sich irgendwo anstellen zu lassen. Was in der Breite meiner Ansicht nach aber noch schwerwiegender ist, zumindest aber extrem schwerwiegend hinzukommt, ist die demografische Entwicklung, insbesondere die Überalterung der Gesellschaft. Schon heute sind ca. 2 Millionen Stellen in Deutschland unbesetzt, und in 10 Jahren könnten 7 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Das macht den Wettbewerb um Arbeitnehmer insgesamt, nicht nur den War for Talent, umso wichtiger. Arbeitgeber sind daher aufgerufen, Anreize zu schaffen, die die Arbeitswelt und die Arbeitsplätze attraktiv machen. Kann da ein Work-and-Culture-Konzept helfen? Mit dieser nicht ganz leichten Fragestellung übergebe ich wieder zurück an dich, Manni. Vielen Dank, Florian. Der durch dich gerade angesprochene War for Talent ist ein Thema, das alle betrifft, die mit Personalgewinnung und Mitarbeiterbindung zu tun haben. Mitarbeiter sind schon jetzt für Unternehmen, für Unternehmer ein, vielleicht sogar das wesentliche Element, um im Wettbewerb bestehen zu können. Und dies wird sich in Zukunft auch nicht ändern. Der uns alle treffende Fachkräftemangel, die sogenannte Arbeiterlosigkeit, zeigt uns tagtäglich die Ressource und die Bedeutung der Ressource Arbeitnehmer.
Wie gewinnt man nun aber diese wertvolle Ressource und bindet sie dann möglichst lange an das Unternehmen? Auf Einzelheiten der Personalgewinnung und Personalbindung im Rahmen des War for Talents aus vor allem arbeitsrechtlicher Perspektive werden meine Kollegin Sarah Klachin und ich im Rahmen des anschließenden Workshops eingehen. Wir werden uns unter anderem auseinandersetzen mit Fragen von hybriden Arbeiten, Workation, Vier-Tage-Woche. Daneben geht es um Mitarbeitergewinnung und Bindung durch faire, flexible und transparente Vergütung und um Weiterbildung. Nicht zu unterschätzen im Kampf gegen die Arbeiterlosigkeit sind jedoch auch Themen, die zumindest auf den ersten Blick wenig verrechtlich erscheinen, nämlich Kultur und Purpose. Bevor wir uns damit auseinandersetzen, möchte ich jedoch kurz darauf abstellen, was aus unserer praktischen Erfahrung, aber auch bestätigt durch Studien, so insbesondere die Deloitte 2022 Gen Z and Millennial Survey, was Arbeitnehmer derzeit am meisten bewegt. Gemäß vorgenannter Studie steht ganz oben auf der Concern-Liste der Generation Z und der Millennials, auch Gen Y genannt, die Sorge um das eigene finanzielle Auskommen. Dieses Problem mag sich derzeit unter anderem aufgrund hoher Inflation und Energiekrise verschärft haben, aber es bestätigt einen jahrelangen Trend. Bemerkenswert ist auch die Sorge von annähernd einem Drittel der Befragten, dass ein finanziell abgesicherter Ruhestand schwer erreichbar erscheint. Gerade in Bezug auf diesen Punkt kann mit arbeitsrechtlichen Instrumentarien durchaus eine starke Mitarbeiterbindung herbeigeführt werden. Ein vernünftiges betriebliches Altersversorgungssystem, gerne basierend auf nachhaltigen Anlageformen, in Kombination mit Long-Term-Incentive-Plänen und Formen der Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen. Das alles kann die Sorge um einen angemessenen Ruhestand deutlich reduzieren und Mitarbeiter binden. Wenig überraschend, dass die Sorgen von Gen Z und Y sich auch mit denen der älteren Generation decken. Ungenügende oder gar als unfair wahrgenommene Vergütung ist auch weiter der primäre Grund für einen Jobwechsel und der Treiber für The Great Resignation. Aber auch ein Mangel an angemessener Work-Life-Balance, zu wenig Entwicklungsmöglichkeiten und ungenügende Learning- and Development-Angebote spielen eine Rolle dafür, dass, je nach Statistik, zwischen 25% und 40% der Arbeitnehmer über einen Jobwechsel in den nächsten 2 Jahren ernsthaft nachdenken. Eine sehr bedrohliche Entwicklung, wie ich finde. Aber, wie Sie sehen, vieles davon sind Themen, die man mit einer vernünftigen, mit einer engagierten HR-Politik angehen kann. Schließlich spielen Flexibilität, Agilität und die Möglichkeit von Homeoffice und Workation eine besonders hohe Rolle für Mitarbeiterzufriedenheit. Last but not least, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ein angemessener Umgang mit den Ressourcen, der Kampf gegen den Klimawandel, auch das sind natürlich Themen, die sehr weit oben auf der Agenda stehen. Nun kurz zu Kultur, Culture and Purpose. Kultur im Unternehmen lässt sich nicht von oben herab aufoktroyieren. Noch weniger lässt sie sich rechtlich einführen und durchsetzen, beispielsweise durch Betriebsvereinbarung. Kultur im Unternehmen muss vorgelebt werden, Tag für Tag, durch Vorgesetzte und Führungskräfte, im Endergebnis aber durch jeden einzelnen Mitarbeiter. Nur so lässt sich ein wertschätzendes, inklusives Arbeitsumfeld schaffen, in dem Diversität gelebt, die Zusammenarbeit von Mitarbeitern mit unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründen gefördert und ein Arbeitsumfeld geschaffen wird, in dem der freie Flow von Ideen und Meinungen möglich ist. Eine vernünftige Unternehmenskultur ist kein Selbstzweck, kein Marketing-Tool. Vielmehr ist es ein wesentliches Mittel der Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung. Eine vernünftige Vergütung ist wichtig, sehr wichtig, aber ohne die Möglichkeit der Weiterentwicklung in einem offenen, inklusiven Umfeld, in dem das Denken out of the box gewollt ist, ist kein Start zu machen. Und dabei geht es nicht um die vielfach kritisierte angebliche Yogamattenmentalität, also der Vorwurf, dass man mit Druck nicht umgehen könne und nur auf Wellbeing und Work-Life aus sei. Es geht darum, dass sich Mitarbeiter mit der Art, wie im Unternehmen gearbeitet wird und miteinander umgegangen wird, identifizieren wollen. Nur damit kann ein langfristiger Verbleib gesichert werden. Und damit wären wir bei einem weiteren wesentlichen Element der Mitarbeitergewinnung und Bindung, dem Purpose. Der Purpose, also die grundlegende Mission und die im Idealfall alles überragenden Werte eines Unternehmens, der Purpose ist vor allem für Technologieunternehmen die Basis für Erfolg und langfristiges Überleben. Das sind zum einen die Technologieunternehmen, die alleine zu dem Zweck gegründet wurden,
Probleme oder Bedürfnisse der Gesellschaft, der Menschheit zu lösen. Google, um dem Informationsbedürfnis der Gesellschaft Herr zu werden. Tesla, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Purpose und Unternehmensgegenstand decken sich in dieser Situation und das ist ideal. Daneben gibt es Unternehmen, die zu Beginn ihrer Tätigkeit keinen klar definierten Purpose aufweisen konnten und die nun versuchen, diesen nachträglich zu definieren, um einen größeren gesellschaftlichen Einfluss zu haben oder sich gar von anderen Unternehmen zu unterscheiden. Das kann funktionieren, aber auch zu einem totalen Debakel werden. Vor allem dann, wenn der nachträglich und angestrengt definierte Purpose nichts weiter als ein Marketinginstrument nach innen und außen ist. Purpose und Kultur eines Unternehmens bedingen und verstärken sich. Auch der Purpose kann einen starken positiven Einfluss auf die Arbeit im und den Erfolg des Unternehmens haben. Und der Purpose ist neben der Unternehmenskultur und abseits der vergütungs- und arbeitsrechtlichen Instrumentarien der Hebel, um Mitarbeiter gerade der Gen Z an das Unternehmen zu binden. Lieber Florian, um auf deine zum Ende deines Vortrages gestellte Frage einzugehen, ob im Rahmen des War for Talent ein Work-and-Culture-Konzept helfen kann, um ausreichende Anreize für Mitarbeitergewinnung und Bindung zu schaffen. Ich denke, die Antwort ist klar. Ja, absolut. Neben den offenkundigen, auch arbeitsrechtlichen Themen, angemessene Vergütung, betriebliche Altersversorgung, Flexibilität hinsichtlich der Erbringung der Arbeitsleistung und so weiter und so fort, sind gerade eine stimmige Kultur und ein ehrlicher Purpose im Rahmen von Work and Culture essentiell, um Mitarbeiter zu gewinnen und vor allem langfristig zu binden. Ja, wir kommen nun zum Ende unseres Vortrages. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.